So, Pyrus, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal das Silvestergewitter von Exploit. Ein wirklich schönes Sortiment habe ich ja bei der Feuerwerksvitrine bestellt. Wer das Unboxing nicht gesehen hat, den Link wird jetzt hier irgendwo eingeblendet. Ja, wirklich sehr schönes Design, finde ich. Daten dazu 43 Gramm NEM. Inhalt insgesamt 4 Stück mit 2 Packungen von den großen Hirten Dollar D und 2 Packungen Sonderquakers. Ja, mach mal das schöne Cover auf. Kam jetzt so um die 2 Euro, 2,50 Euro, kann man auf jeden Fall machen. Ist ja ziemlich im Preis zurückgegangen, weil die so schlecht ankamen bei den ganzen Pyros. So, da haben wir hier die Hirtenböller D. Mit einem NEM von 20 Gramm auf 4 Böller, ordentlich. Sind aber steinhart. Und dann haben wir hier noch die Sander Quakers mit einem NEM von 23,2 Gramm auf 4 Stück. Und hier sind wie immer die Böller ziemlich weich. Das sieht man jetzt gleich nochmal, wenn ich die mal öffne. So, jetzt hier die Hirtenböller erstmal. Als kleiner Anfang. Bitte, wirklich sehr steinharte Böller. Natürlich nicht die gewünschte Verarbeitung, aber wir sind gespannt auf den Knall. Welche möchtest du testen? Wir machen erstmal 2 Stück, mal sehen, wie die sind, und dann erstmal einen werfen. Natürlich ja auch die versuchte graue Lunde. Okay, leider sehr schlecht. Dann können wir noch einen probieren. Also auch sehr lächerlich. Wir zünden mal noch die restlichen 2 Stück. Wir haben ja vorhin bei dir schon ein Video gemacht, da waren die viel besser. Ja, wir können ja gleich noch einen reinwerfen, dass deine Zuschauer, was vielleicht sogar dieselben sind, dann doch noch einen etwas anderen rein. Okay, der war bis jetzt der lauteste. Ja, gegen Ende wurden sie ordentlich gut. Oh, schöner Rauchring. Wir machen jetzt mal als Vergleich vom Pyrofuchs paar Hirtenböller aus dem Feuerwerkland. Ja, das Silvester gekauft und ordentlich getrocknet. Könnte man einen kleinen Vergleich sehen. Also die Böller können auch anders, ne? Ja, wenn sie richtig getrocknet sind, sind sie echt gut. Wir schauen uns jetzt nochmal die Sander Quakers an. Wunderschönes Design, finde ich. Echt cool gemacht. Sehen echt cool oldschool aus. Hier ist die Wandung eigentlich relativ gut für heutige Verhältnisse, aber leider sehr weich. Wir zünden trotzdem mal 2 Stück davon. Okay, nicht viel lauter als die Hirtenböller. Noch ein 2er. Naja, auch nicht viel besser. Die tun leider auch nur so, was sind das? Sicherheitslunde. Ja, wär schnell. Da kann nicht viel passieren. Ne? Okay. Also würde ich sagen, die Hirtenböller deutlich besser trotzdem. Das war der lauteste. Aber man sieht leider hier, die platzt nur einfach irgendwie in der Mitte auf. Leider nicht sehr gut verarbeitet. Aber ich würde sagen, wenn man die Hirtenböller ordentlich trocknet, sind die gute, brauchbare Böller. Ihr könnt ja mal eure Erfahrungen zu diesen beiden Exploit-Böllern in die Kommentare schreiben, wie sie bei euch waren. Auch nass oder verschimmelt oder weich, keine Ahnung. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Euer Effects Firework featuring Pyrofuchs. Dankeschön. Ciao.